Moin Leute, Gruß aus Münsterland. Heute möchte ich euch mal etwas über die Titronic V-Pro berichten. Ich war in der Vergangenheit kein großer Fan der Anlage. Da haben wir sie einmal, die V-Pro, und worum es hier geht, sage ich gleich nochmal eben. Ich war kein großer Fan von der Anlage, weil die war technisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Sie hatte nur noch 2G-Technik. 2G-Technik kann aber heute nicht mehr verwendet werden. Zumindest in vielen Ländern Europas ist 2G schon ganz abgeschaltet. In Deutschland wird es abgeschaltet. Somit wäre die Anlage tot. Nun hat aber Titronic hier wirklich die Reißleine gezogen, hat das Ganze jetzt auf 3G und meines Wissens auch auf 4G aufgefitscht. Das heißt also, die neuen Anlagen werden in dem neuen Mobilfunkstandard ausgeliefert, sodass da also eben kein Risiko mehr besteht. Warum ich aber inzwischen ein Fan von der Titronic geworden bin, obwohl sie bis heute noch keine volumetrischen Melder anbietet, was mich persönlich stört: Titronic sagt zwar ganz einfach, die wären unzuverlässig, volumetrische Melder, Innenraumüberwachung sind aber heute in allen modernen Fahrzeugen drin. Und ihr geht nicht abends durch die Straßen und überall ist es am Piepen wegen Fehlalarm. Deswegen, ich bin auch seit 25 Jahren in der Sicherheitstechnik tätig. Ich habe ja noch ein zweites Leben neben Wohnmobilen und kann daher sagen, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Aber das ist die Philosophie von Titronic, und die Alternative dazu ist halt eben die Anlage von Pandora. Pandora, ganz kurz gesagt, ich möchte hier nicht diskutieren, ist ein russisches System. Ich möchte kein russisches System in meinem Fahrzeug haben. Damit Ende. Auch wenn der Server 50 Mal in Europa steht, es ist und bleibt ein russisches System. So, warum jetzt die Titronic wieder für mich ganz weit nach oben gerutscht ist, ist einfach die Tatsache wegen dieses NFC-Moduls, was ich einmal hier kurz etwas näher zeige. Das NFC-Modul macht Folgendes. Wir hatten sonst immer, dass wir das Fahrzeug verlassen mussten mit unserem Fahrzeugschlüssel, haben das Fahrzeug abgeschlossen, und wenn wir das abgeschlossen haben, kleiner Signalton, dann ist die Anlage scharf. Ich werde jetzt gleich mal eben kurz zeigen, was passiert, wenn ich eine Tür öffne. Habe aber jetzt am Strand, habe jetzt aber am Strand immer meinen Schlüssel dabei. Das heißt also, ich muss ständig nach hinten gucken, klaut mir jemand meine Tasche? Verliere ich ihn im Sand? Ich könnte tausend Gründe sagen, warum ich diesen scheiß Schlüssel nicht dabei haben möchte. Versicherungstechnisch macht das fragwürdig sein, was ich jetzt sage, aber das kann jeder für sich selber beurteilen. Erstmal, was passiert, sobald eine Tür geöffnet wird? Entschuldigung, ich muss es jetzt von innen machen, ist ja abgeschlossen. Wird der Alarm ausgelöst? Das ist auch genauso, wie es sein soll. Eben wieder unscharf geschaltet, aber mich stört es trotzdem, dass ich den Schlüssel dabei habe. Darum habe ich in meinem Fahrzeug einen Tresor, da kommt der Schlüssel rein. Ein Untersitztresor, der mit einer speziellen Schraube gesichert ist, der ist nicht so leicht loszumachen. Jetzt kommen wir zu den Stärken des NFC-Moduls. Wir haben natürlich immer noch die Standardfernbedienung von Titronic, die dabei ist. Ich möchte aber auch die nicht mitnehmen. Was ich mitnehmen möchte, ist das hier. Diesen kleinen, wasserdichten, unkaputtbaren Chip. Den habe ich an der Badehose, wenn ich im Wasser bin, im Wasser wohlbemerkt. Meine Frau hat auch noch einen, das heißt, wenn mal einer verloren wird. Und jetzt mache ich Folgendes. Mein Fahrzeug ist zu. Ich gehe hier hin, halte diesen Chip auf mein Auto. Und was einfach passiert ist, das Auto wird abgeschlossen. Das Auto ist jetzt abgeschlossen. Ich halte den nochmal da drauf, das dauert einen kleinen Moment. Und fertig. Mehr muss ich nicht mehr machen. Das heißt, mein Schlüssel ist im Fahrzeug versteckt, in einem Tresor. Das heißt, ich müsste erstmal das Auto aufbrechen, dann müsste ich noch den Tresor aufbrechen, um an den Schlüssel zu kommen. Ich habe keinen Schlüssel dabei, mit diesem, dass halt eben das Funksignal abgefangen wird. Ich habe nur diesen Chip dabei. Jetzt kommt ihr mir natürlich mit dem Spruch, Entschuldigung, ja, aber was ist, wenn die Zentralverriegelung nicht mehr funktioniert? Leute, das ist bei jedem Fahrzeug ein und dasselbe. Und bei diesem Fahrzeug gibt es auch noch eine Fremdbestromung. Das heißt also, ich kann irgendwo einen Stecker reinstecken, dann ist zumindest das Fahrzeug wieder mit Strom versorgt von außen und ich habe dann definitiv die Möglichkeit, mit der Zentralverriegelung wieder zu öffnen. Ansonsten sollte man vielleicht irgendwo bei einem Kumpel einen Schlüssel hinterlegen. Da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mir geht es darum, ich gehe an den Strand, habe meinen Schlüssel, meine Wertsachen, meinen ganzen Scheiß im Fahrzeug, im Tresor, schließe mein Fahrzeug ab, indem ich den Chip hier drauf halte, sage Feierabend, es ist alles erledigt, das Auto ist zu, die Alarmanlage hat wieder ihre Funktion,
Und wenn ich nach Hause komme, halte ich wieder den Chip hier drauf und das war's. Dieses Klicken, was ihr hört, ist immer die Zentralanlage. Sie sollte jetzt zu sein. Feierabend. Und wenn ich wieder diesen kleinen runden Takt nehme, halte den kurz hier drauf, ist das Auto auf und ich gehe ganz normal rein und raus. So, und das, sowas wird leider von Titronic nicht mit angeboten, die haben nur diese komische Karte, aber genau darum geht es mir, den mache ich mir an die Badehose, in die Badehose, in die Schuhe, ganz egal, und so kann ich wirklich unbeschwert in Urlaub fahren. Das vielleicht mal einmal kurz zur Titronic. Deswegen, und das ist der Grund, warum ich wieder ein Titronic-Fan bin, ich hoffe, dass Titronic nochmal in sich kehrt und vielleicht doch nochmal einen volumetrischen Melder anbietet. Wie gesagt, die Entschuldigung, ich werte das als Ausrede, dass diese heute zu unsicher sind, glaube ich nicht, denn wir sind im 21. Jahrhundert und in jedem Fahrzeug geht es, dann würde es theoretisch auch bei Titronic gehen. Ansonsten, diese Anlage könnt ihr bei uns einbauen lassen in VW Crafter, Sprinter und Ducato Jumper Boxer. Ist überhaupt kein Ding. Was wir dazu brauchen, ist das Grundsystem. Das kostet ungefähr 690 Euro inklusive Einbau. Wir brauchen das Vernetzungsmodul und wir brauchen das NFC-Modul. So kommen wir roundabout alles in allem auf 1000 Euro. Und ich glaube, dafür habt ihr einen Komfortgewinn, der ist fast unbezahlbar. Damit entlasse ich euch jetzt. Ich wünsche euch einen charmanten Sonntag noch. Wir haben heute Sonntag und das nächste Video kommt. Diesmal geht es nochmal wieder um die Max-Van. Hier möchte ich gerne mit einigen Mythen aufräumen. Bis dahin und tschüss.